Marvin, wie ist es denn? Also die Bezeichnung Schlammloch, ich glaube, inzwischen trifft die nicht mehr so zu gestern, weil es um einiges schlammiger, um einiges matschiger, auch das kann damit zusammenhängen, dass der Regen zumindest jetzt mal für ein paar Stunden aufgehört hat. Wenn man sich aber die Wetterprognose ansieht, und das habe ich vorhin gemacht, dann wird dieses Festival auch weiterhin vom Regen begleitet werden, zumindest jetzt auch noch den Rest dieses Freitags, am Samstag und am Sonntag. Da gibt es dann eine Besserung, aber auch für das Regenwetter sind hier die Leute sehr gut gerüstet. Dieser Mega-Schlamm, den es gestern gegeben hat, den gibt es zum Glück nicht mehr, denn ich habe auch keine Gummistiefel mit. Und ich habe auch, wie man sieht, ein etwas schöneres. Und die Leute sind gut drauf. Das ist der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Denn die Stimmung, die ist ja wirklich toll. Die Leute, die freuen sich, nach über 2 Jahren mal wieder zu einem Festival gehen zu können. Corona-bedingte Pause und andere Beispiele, nicht nur der Herr von gerade. Dafür sind auch diese Leute hier, die unbedingt ins Fernsehen wollten. Und wie ist denn die Stimmung bei dir heute? Stimmung ist super. Die Stimmung weicht nicht auf. Die freuen sich also sehr, die Leute. Was ist denn, jetzt frage ich mal wen anderen. Ich gehe mal da so in die Mitte ein bisschen. Was ist denn so deine Lieblingsband, dein Lieblingsact? Ja, nachdem dass ich das erste Mal da bin, habe ich alle im Auge. Also, aber Evanescence war schon mal geil. Rage Against auch. Ansonsten gehst du gerne zu Festivals? Immer wieder jetzt. Ja. Es ist sein erstes. Ja, sein erstes. Erstes großes Festival. Er hat seine Jungfräulichkeit verloren, so wie du letzte Woche. Okay, wie erwähnt, die Leute sind sehr gut drauf, die machen natürlich auch Witze. Das sei ihnen auf jeden Fall gestattet. Vielleicht frage ich aber noch diese Person hier. Wie sieht es denn bei dir aus? Das Wetter, kann das deiner Stimmung was anhaben? Nee, heute auch nicht mehr. Das Schlimmste haben wir ja schon hinter uns. Nächsten Tage wird das Wetter besser, freust du dich? Auf jeden Fall. Mit Sonne sowieso. Sehr gut. Also die Leute, wie man auch sehen kann hier, die freuen sich natürlich auf das gute Wetter. Die haben jetzt auch die letzten beiden Tage durchgehalten, also gestern und heute wettertechnisch. Und die wollen auch natürlich hier jetzt weiterfeiern. Und die gute Stimmung, die ist ansteckend, das muss man sehr ehrlich sagen. Denn inzwischen bin ich auch hier sehr gut drauf, weil die Leute, die sind offen. Und die haben vor allem eines, Freude, dass sie wieder zu einem Festival gehen können. Headliner, welche Bands erwarten uns denn heute beim Noah Rock? Was ist das absolute Highlight? Die Bands, die uns heute erwarten, das sind sehr, sehr spannende. Zum Beispiel Bring Me The Horizon ist heute eine bekannte Punkband auch. Aber auch zum Beispiel die Sieger des letztjährigen Eurovision Song Contest, Måneskin aus Italien, die sind hier. Und es gibt generell viele, viele bekannte Bands, die auftreten werden. Unter anderem auch heute eine deutsche Band, Kraftklub, die natürlich viele Leute kennen. Eine sehr, sehr bekannte Band. Also auch festivaltechnisch von den Acts her, von den Live-Bands, gibt es wirklich auch einiges. Es sind also sehr, sehr viele Bands, die die Leute auch hier kennen. Aber viele sind auch hier, denn ich habe mich ja vorhin schon mit Leuten unterhalten, denen es vor allem um eines geht, um die Festivalstimmung, jetzt nicht nur direkt um die Bands, um die Acts, aber für die Musikliebhaber, für den Musikgenuss, für den ist das auf jeden Fall gesorgt. Das Wetter, das hat sich auf jeden Fall beruhigt, wenn man es mit gestern vergleicht, also es kann schon immer mal wieder regnen, außerdem ist es sehr windig, aber das war gestern eben auch schon der Fall, nur noch in etwas schlimmer. Gestern war der gesamte Boden sehr matschig, es war echt sehr, sehr ungut, auch da durchzugehen, aber heute hat sich das um einiges gebessert. Beim Boden haben sie sich also was einfallen lassen. Das ist auf jeden Fall mal etwas sehr Positives. Und es ist zumindest warm. Das Einzige, das ein bisschen kühler ist, ist der Wind. Aber auch den hält man gut aus. Manchmal muss man sich eine Jacke drüber ziehen. Aber ich habe auch sogar schon Leute entdecken können, die im Grunde nur eine Boxershort anhatten. Also man sieht wieder also wirklich allerlei Kurioses und Skurriles natürlich hier. Vielleicht noch ein Wort zum Wetter. Eben gestern ist ja sehr viel wortwörtlich auch ins Wasser gefallen. Das hat nämlich auch Kosten in Millionenhöhe verursacht. Denn Ewald Tatte, der Intendant des Noah Rocks, der hat auch gemeint zum Beispiel, dass erstens 8 von 10 Festivals bei solchen Bedingungen abgesagt worden wären. Aber er hat auch unter anderem gemeint, dass es eben viel, viel kostet. Denn manche Acts hat man abgesagt. Andererseits hat man dann aber auch mehr Personal und mehr Materialien brauchen müssen, damit das alles funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, alles hat funktioniert. Es kann gut abgerockt werden. Rund 250.000 Personen werden sich über das Wochenende auch hier befinden. Zum Vergleich das Burgenland, wo ich mich eben auch hier befinde.
befindet, also 300.000 Einwohner. Daran merkt man auch wirklich, wie viel los ist und wie viel auch los sein wird. Und das Wetter, das sind jetzt die guten Nachrichten. Das Wetter, das hat sich auf jeden Fall eben schon etwas beruhigt. Und am Samstag und am Sonntag, da wird es sogar noch um einiges besser werden. Da wird nämlich zumindest nach aktuellen Prognosen die Sonne wieder rauskommen und es wird noch wärmer. Aber wahre Festivalgeher, das habe ich heute auf jeden Fall gelernt. Die kann sowas gar nicht stressen, das aktuelle Wetter, die sind hier, weil sie die Musik genießen wollen. Und daher ist es auch auf jeden Fall ein umwerfendes Festival.